Herzlich willkommen zu einem neuen Mojizzy-Video. Wir gucken uns heute das neue Video von Sascha an. Ich bin sehr gespannt, lehn dich zurück und genieß. Let's fucking go. Kann mir jemand Verena ihr Insta klären? Hört sich sehr interessant an, Digga. Verena hört sich sympathisch an. Wir gehen rein. Junge, holy shit, Alter. Ja, die Playlist habe ich actually. Keine Ahnung, warum die da ist, Chat. Heute ist endlich wieder soweit. Heute hat mir Luke. Kann es sein, dass Sascha schon seit Ewigkeiten kein neues Video mehr hochgeladen hat, Bruder? Ich weiß gar nicht, wann ich mir das letzte Mal ein Video von Sascha. Oha, vor 2 Wochen. Bro. Sascha fast so aktiv wie ich derzeit auf YouTube unterwegs. Mal wieder Tinder-Chats, Tinder-Profile, Instagram-Chats, ungefähr alles zukommen lassen. Das heißt auch heute schauen wir wieder, was für Anmachsprüche von euch da draußen, von der Community, so rausgehauen worden. Anmachsprüche, gut, bin ich etwas bewandert in dem Thema, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, Digga, ich sag's einfach. Ich hatte Sex. Danke. Ich werde natürlich ganz klassisch Chats als Person. Hä, hat Sascha einen Song aufgenommen? Ah! Und als Person B vortragen. Mal gucken, wen es heute mehr erwischt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go! Hey Sophie, äußerlich gefällst du mir schon mal gut. Jetzt muss nur noch charakterlich passen. Leider bist du brutal hässlich. Ah! F in den Chat. Grüße gehen raus an Sophie und an den gefallenen Bruder. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Hey, Chat. Ganz kurze Frage an euch. Jetzt muss nur. Also, ich habe 2 Fragen, okay? 2 Fragen, passt auf. Erstmal die Frauen und wirklich die Frauen-Chat. Bitte, nur Frauen. Wenn euch ein Typ so anschreibt, hey, bla bla bla, äußerlich gefällt es ihm schon mal gut, jetzt muss nur noch der Charakter passen. Sagt ihr da, ja, dann lasse ich mich drauf ein, ich schreibe zurück, ich antworte? Oder sagt ihr, nee, da bin ich raus? Jetzt bitte eure Antworten in den Chat, liebe Frauen. Da sehe ich auch schon wieder ganz viele Frauen. Oha, da sind echt viele Frauen, Digga. WTF? Da waren ja jetzt aber echt ein paar Frauen dabei. GG, schau mal. Okay, also fast alle haben Nein geschrieben. Jetzt 2. Frage, Chat. 2. Frage an die Männer. Weil Männer schreiben meistens Frauen an. Von mir aus auch an die Frauen, wie ihr einen Typen anschreibt. Wie, also schreibt bitte jetzt in den Chat, wie schreibt ihr Frauen an? Seid ihr eher so der Typ, der einfach nur Hallo schreibt? Oder, hey, wie geht's? Oder presst ihr da so einen kompletten Text, Digga? Mhm. Hey, ganz viele schreiben, hey, gar nichts? Auch eine Option, Digga. Zeig mir deine Boots. Mhm. Okay, also viele schreiben einfach nur, hi. Fühle ich aber, Chat, fühle ich den Punkt? Ich bin auch eher so ein Typ, ich würde einfach trocken, hey, schreiben. Ich habe das noch nie gefühlt, diese ganzen Texte da, die man schreibt und so Anbagger-Zeug und so Kompliment machen direkt. Bruder, fühle ich nicht, Digga, fühle ich nicht. Nur noch charakterlich passen. Grüße gehen raus an Sophie und an den gefallenen Bruder. Bitte jetzt nicht mehr klatschen und direkt noch eine Schweigesekunde für den gefallenen Bruder. Yeah. Berit hat dir am 10.03.21 ein Super-Like gegeben. Ich arbeite zwar nicht... Und so, also Chat, ich bin schon lange aus dem Tinder-Game raus, aber wenn ihr Tinder habt, vergebt kein Super-Like. Bro, das ist also wirklich, da stehst du wirklich immer und ausnahmslos wie ein kompletter Weirdo da. Da bist du einfach ein Weirdo, Digga. Und noch schlimmer ist, wenn du Tinder Plus hast. Das ist wirklich... Lass es sein, Chat. Lass es einfach sein, Digga. Ich bei der Gewürzpolizei, hab aber festgestellt, dass du ziemlich scharf bist. Oh mein Gott. Ha, 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 damn. I'm lost. Liebe Berit, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Du bist dieses andere Lost. Nicht wegen dem scheiß Anmachspruch, sondern dass er dir gefallen hat auch noch. Ich hab selten so eine Scheiße gehört. Ich arbeite zwar nicht bei der Gewürzpolizei, hab aber festgestellt, dass du ziemlich scharf bist. Darauf sprichst du an? Berit? Das kriege ich hin. Beri, du bist ja komplett lost. Du und Bastian hatten ein Match am 24.01.21. Du heißt wie meine Schwester, aber küsst du auch so gut? Was ist denn jetzt los? Isabel, 37. Lol. Verifiziert. Mashallah, kein Fake-Account. Wohnt in Stuttgart. Was? Suche Ehemann, möchte 5 Kinder. Bitte nur reiche Männer mit Bierbauch. Kennt ihr vielleicht jemanden, der reich ist und einen Bierbauch hat? Bro. Hey, ich bin Paddy. Rein. Warte, was schon da? Please kein Strike, Marcel Kuss. F in den Chat für Monte, Digga. Hey, ich bin Paddy, 23 Jahre, in Bremen. Etwas Ernstes und mal sehen, was passiert. Schauen, was sich so ergibt. Dann schauen wir doch den lieben Paddy mal an, oder?
Und wie ist der Zufall jetzt so wild? Kenn ich den Paddy sogar persönlich. Mal schauen, was Paddy heute für aggressive Anmachtipps raushauen kann. Ja, was? Da ist halt auch ganz, da frage ich mich auch gerade einfach selber, Digga, wenn ich schon ein Fake-Tinder-Profil mache und einfach wirklich das mache, um irgendwie Kontakt mit Frauen zu kommen, dann ist der Letzte, von dem ich ein Profilbild nehme, Nico, Digga. Erklärt mir das mal, Chat. Was geht ab, Mann? Ich bin's, euer Paddy, Alter. Ich kann's nicht fassen, dass ich hier im Unsympathisch-TV-Video gelandet bin. Ich such gerade noch eine Runde, Alter. Und falls ihr irgendwelche Tipps braucht, um Frauen abzuchecken, einfach mal einen Spruch raushauen wie, ganz gelassen, ist eine richtig geile Sache. Danke, Paddy, du bist der Beste. Du und Lamis hatten ein Match am 1.12.20. Hey, Lamis, ich hatte früher Füller von Lami. Sag Bescheid, wenn du Daddys Füller klecksen sehen willst. Alter, yo, what the fuck? Schwierig. Ja, dann gib mal die Nummer von deinem Dad. Dog, Alter, du Lamis. Ist komplett nach hinten losgezündet. Statt jetzt muss ich sagen, so schlimm ist es doch noch gar nicht, oder? Was geht? Hanna. Ach, der hat wehgetan, Digga. 21. Ach, in Karlsruhe. Junge. Hast du Eisenmangel? Weil ich hab Nippelpiercings. Also wer da direkt ein Like geben würde, ich bin euch ehrlich, es kann sein, dass ein Lazo jetzt im Stream voll am Abfeiern ist, aber meine Reaktion, die sah eher so aus. Fühl ich! Fühl ich, Sascha! Hanna, du bist genau mein Kaliber. Mein Name ist Ron Bielecki und ich bin genau das, wonach du suchst. Wenn du Argumente brauchst, das hier ist der einarmige Ron. Danke, Ron! Vielen Dank. Verena. Was, der einarmige Bandit? 20. Most Wanted Models. Sascha Hellinger ist mein Lieblings-YouTuber. Verena. Kuss geht raus. Hascha Sellinger finde ich aber auch gut. Instagram. Luca, wo ist ihr Instagram? Von allen Dingen, die du rausschneiden kannst, hast du ihr Instagram rausgeschnitten. Bruder, hey Luca, warum denn? Was habe ich dir getan? Hey, guck mal auf den Tacho. Wir haben 2021. Wo bleibt mal mein Geld? Aber so wie ich dich kenne, hast du eh noch nicht zu Ende gelesen, du Idiot. Bin hier für 420 Date. Achso, ja, dann bin ich eh raus. Verena. Maxwell. 420 Date klingt auf jeden Fall besser mit Maxwell als mit Sascha, der, ja. Ihr weißt Bescheid, 187 Straßenbahn, der Habibi. Mit einem Upgrade auf Gold siehst du Leute, die dir schon ein Like gegeben haben. Der eine kommt mir doch bekannt vor. Hey! Das ist echt mega kreativ. Chat, man muss aber auch mal ehrlicherweise sagen, Digga, auf Tinder gibt's viele komische Leute, richtig? Ich sag euch auch ehrlich, ich bin da aus dem Alter raus, Mann. Ich bin erwachsen geworden. Chat, brauchen wir gar nicht drüber reden, Digga. Ich mach meine Dates ausschließlich in Opern mit ein Gläschen Sekt und vielleicht ein spritziger Wein oder so. Aber ich war auch immer damals der Typ, Insta war immer besser als Tinder-Chat. Insta hat immer besser funktioniert als Tinder, Digga. Ist doch so, oder nicht? Big Facts. Danke. Tinder habe ich noch nie gefühlt. Gefällt mir. Bekomme ich auch noch mehr als nur ein Gefällt mir? Kommt drauf an. Worauf? Benz AMG 63 Coupé. Und? Heute noch was vor? Mike, 21. Ich sag euch so, wie es ist. Du und Fabi hatten ein Match am 6.3.21. Was ein Zinken. Ich sag's dir, ich bin ein Meister im Zwinkern. Dafür kann ich nicht pfeifen. Bist du dumm? Du hast eine fette Nase. Oha, Junge. Ach mal, Elo-Tricks, Bro. Carsten, bitte kein Strike. Wir sitzen im selben Boot, Bruder. Julia, 19. Mein Leibgericht schmeckt überall, nur nicht bei Mutti, denn mein Leibgericht ist... Ach du Scheiße. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Ich frage mich, was Marc Gebauer dazu sagen würde. Haram. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Falls ihr da draußen noch Chats, Profile oder irgendwas habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht an euch raus. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt.
Wie bist du? Das war ein sehr, sehr wildes Video von Sascha. Das gibt ein Like und auch einen Kommentar. Gutes Video gewesen. Falls dir das Video auch gefallen hat, dann lasst jetzt gerne ein Like da, ein Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Kuss, dein Mogli.